Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Tauchhammer im Gespräch. Wir sind hier und heute im Bank Austria Kunstforum zur neuen Ausstellung vom Iwasowski. Das ist ein russischer und ukrainischer Maler. Und wir haben heute mehr als 80 Botschafter geladen, die dann anschließend gemeinsam mit uns in das Vienna Plaza zu einem gemütlichen Beisammensein, zu einem Lunch gehen werden. Ich hoffe, die Ausstellung wird Ihnen ebenso gefallen wie uns und wir freuen uns auf das gemütliche Beisammensein. Alles Gute und auf Wiedersehen. Ich habe Iwasowski kennengelernt, als ich das erste Mal in St. Petersburg war. Das ist viele Jahre her. Ich war fasziniert und ich habe mir damals geschworen, ich bringe Iwasowski nach Wien ins Kunstforum. Es hat viele Jahre lang gedauert. Wir haben an dieser Ausstellung dann intensiv auch die letzten 2,5 Jahre gearbeitet. Ja, und jetzt ist Iwasowski zu Gast hier im Kunstforum und ich freue mich darüber sehr. Ich würde sagen, es lohnt sich durchaus, das Werk dieses Künstlers zu gönnen, von allen Standpunkten aus auch mal sehen, was das Meer in seiner Darstellung kann, weil das Meer, das ist nicht nur die Größe der Natur, aber das ist auch die Tragödie der Natur und wir sehen, wie das Meer auch töten kann. Wir sehen jetzt die Probleme und tragischen Probleme in Japan, die durch Tsunami gerufen sind und wir haben unser Mitgefühl mit unseren japanischen Partnern. Wir haben hier über alle Grenzen hinweg mit diesem Projekt, mit der Kunst, eine Zusammenarbeit gefunden, die nicht einzigartig, aber die schon ganz toll, ganz spannend, aufregend, exciting, ja, ist. Und ich bedanke mich wirklich hier sehr, sehr, sehr für alle diplomatischen Bemühungen auf allen Seiten. Das wäre ohne diese diplomatischen Hilfen auch, ohne dieses Wohlwollen, ohne diese Liebe zur Kunst, diese gemeinsame Liebe zur Kunst nie entstanden. Ich denke, dass Kunst vereint die Völker und die künstlerischen Möglichkeiten der Maler, die helfen auch die Wege für Zusammenarbeit, für Verbesserung der Beziehungen zwischen Städten, Staaten zu finden. Deswegen, Kunst spielt in heutiger Politik auch so eine wichtige Rolle.